Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einer neuen Folge Sieg statt Krieg, FIFA 15 Ultimate Team. Heute immer noch mit Schalke und Borussia Dortmund. Die beiden haben im letzten Spiel leider versagt, beziehungsweise ich habe mit ihnen versagt. Und das heißt, sie müssen nochmal zusammen spielen, bis sie gewinnen. Und es gibt jetzt das nächste Spiel und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt rein erstmal. Ja, das ist der kommende Gegner, eine Real Madrid-Mannschaft komplett, muss man hier sagen. Bei ihm stand da irgendwas mit BBVA, keine Ahnung. Aber wir spielen hier immer noch mit Bayern und Dortmund. Und ich habe eure Kommentare vom letzten Video noch nicht gesehen, während ich das hier aufzeichne. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr die Serie ganz gut findet. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich hoffe, dass ihr euch halbwegs gesittet... Ja, wir spielen in München. Dass ihr euch halbwegs gesittet... Ja, was heißt ja halbwegs? Dass ihr euch alle auf einem gewissen Niveau im Kommentarbereich da äußert und geäußert habt. Und keine Beleidigungen und keine bösen Wörter den anderen Vereinen gegenüber geäußert werden. Weil wir wollen ja alle nett und tolerant zu uns sein. Wir leben ja in einer sehr fortgeschrittenen Gesellschaft, wo wir alle sehr tolerant zueinander sind. Und wir akzeptieren, dass wenn andere Leute andere Sachen mögen, das ist doch gut so. Ja. Und ja, ich meine, ich will ja auch nicht, dass mich einer doof anmacht, weil ich, weiß ich nicht, Deutschland gerne mag, ja, zum Beispiel, ja. Das fängt ja scheiße an. Oder weil ich irgendwas mag, ja, weil ich auf Knetigbohren voll abfahre, ja. Und wenn der andere Plastikfiguren besser findet, dann muss er dem anderen ja nicht aufzwingen, dass der jetzt nur auch Plastikfiguren toll findet, weil der eine Knetfiguren mag und sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine? Gut, dann wissen wir Bescheid und dann können wir uns auch unterhalten. Ja, so viel dazu. Aber das ist mir auch diesmal alles völlig egal, wie das hier ausartet. Ich wette, es artet aus, aber... Aber, ja, es ist einfach brisant sowas, ja, und das mag ich. Wenn es brisant ist, das mag ich. Und das erhitzt die Gemüter und schon wieder hier aufs Netz vom Tor. Ich will hier heute mit Schalke und Dortmund-Spielern da Dingen klar machen. Wir müssen hier heute die Dominierung herausfahren. Der Ruhrpott. Ey, schon wieder haben wir hier einen Gegner mit so einem... Ja. Mit so einem Pass einfach durch. Das ist so pimmlich einfach anscheinend. Und ich liege schon wieder 1:0 zurück hier mit meinen Schalke und Dortmund. Ja gut, ich habe eine Dreier-Abwehrkette. Muss man natürlich auch dazu sagen. Das heißt, ich sollte es mal vielleicht ein bisschen breiter fächern jetzt das Spiel. Über die Flügel ein bisschen mehr machen. Oder auch einfach hier so ein Pass. Oh, schade, Diego Alves. Oder einfach so ein Pass auch mal durchjagen und dann das Ding reinmachen. Oh, ziemlich weit nach hinten. Aber Boateng. Oh, was war denn das für ein Pass? Der sollte ganz... Oh, der Pass, der geht da einfach pimmlich raus. Das ist so dreist. Das ist so dreist, was der da gerade gemacht hat. Da fällt mir ja nichts mehr zu ein. Ich hätte schon längst ein Ding drin gehabt im Tor. Oh, schön jetzt auf Immobile. Oh, ja, ja, angegriffen von hinten einmal. Schön auf dem Rücken gejagt ein. Guck mal, der macht das mit so Pässen. Genauso wie der andere Gegner vorhin. Also vorhin, ja. Ich habe das Video eben gemacht, das andere. Jetzt da vorne. Und Draxler. Oh, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Richtig Glück gehabt, muss ich hier sagen. Dass der den da noch reingeleitet hat. Das, muss man sagen, war richtig Glück. Und, oh, was für eine schöne Kombination. Huntela. Und da ist das nächste Ding drin. Und wo ist mein neuer Jubel? Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Aber der ist auch schön. Der ist auch schön. Und da setzt sich der Dortmunder vor ihn hin. Ja, 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 ja. So macht man das hier. Ja, schön. Ganz schnell mal gedreht das Ding. Ich freue mich. Auch wenn ihr es nicht seht, ich freue mich. Und er will schon wieder durchmarschieren. Ah, schade. Gut, bei dem einen Tor, wie gesagt, war ja auch viel Glück dabei. Und jetzt versucht das wieder mit so einem langen Pass, ne? Oh, ne! Ich bin ja wieder unten rechts im Bild. Oh! Ja,
Egal. So, 2-1. Also, das wäre hier die Kombination aus Schalke Dortmund. Ja, was geht da? Schön auf Huntelaar. Ja, schade. Aber der ist noch. Ach, scheiße. Doch, ist er noch? Ist es eine Ecke? Es muss ja eine Ecke sein. Der war ja noch dran. Der war doch dran. Huntelaar schießt die Ecke, ist klar. Ich habe hier nichts umgestellt. Lass mal Mkhitaryan schießen. Der kommt gar nicht mal so gut. Immobile, aber der geht weit vorbei. Leider nicht ganz. Ja. Ich bin noch froh, aber ich muss aufpassen. Hat er eigentlich Toni Groß drin? Meinen Toni? Meinen goldwertigen Toni? So, da oben ist doch alles frei. Dann machen wir doch mal einen Pass hin. Oh, warum mache ich da einen Pass? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht klappt es ja. Ja, es klappt. Ja. Ja, geil. Das war eine Kombination. Im Endeffekt war es eine gute Kombination. Immobile darf ihn reinmachen. Im Schalke-Trikot. Es sieht komisch aus. Ist aber so. Und er rennt jetzt wieder nach oben los, wie jede Runde. Und dann hole ich ihm wie jede Runde den Ball weg. Ja, kein Foul. Ist ja klar. Ja, Mai. Gut. 3-1 aus einem 1-0 mal so schön gedreht. Und da muss man doch sagen, dass die Schalke und Dortmunder da gut zusammengehalten haben. Und das noch schön gedreht haben. Aber das heißt, wir müssen jetzt natürlich weiterkämpfen hier. Jetzt nicht irgendwelche blöden Fehler machen. Das ruckelt so ein bisschen. Das ruckelt nicht nur bei euch so. Das ruckelt auch bei mir. Nicht, dass ihr euch da wundert. Oh, der kommt ziemlich gut. Aber Weidenfeller. Das war ein risky Pass. Boah. Ja, Boateng. Oh, dann gehe ich mal einfach so in die Mitte und jag das Ding hier rein, oder was? Komm, 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 komm. Oh, schon wieder aufs Netz oben drauf. Wie oft denn nun noch? Stehen sie sich selber im Weg alle, oder was? Toni. Das Trikot ist ziemlich geil, finde ich, irgendwie das Schwarze von Madrid. Wäre mal eine Überlegung wert, sich das zu kaufen. Ah, die Ecke kommt nicht so gut. Diego Alves, komm, rollen ein, komm, mach's. Ja, da vorne ist ein Spieler von ihm und der kann gefährlich werden. Dahin sollte der Pass zwar nicht gehen. Machen wir mal hier zurück. So, oh, der kommt schön. Abseits, ja. So viel zum Thema, der kommt schön, ja. Ja, danke. Nehme ich nochmal mit. Danke. Na gut, man kann ja nicht alles haben. Boah, da hat er mich aber voll über den Haufen gerannt. War alles mit fairen Mitteln und auch das ist der Klaas-Jan. Der Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Da ist das Ding drin zum 4-1. Das ist die Demütigung für den Gegner, muss man wahrscheinlich sagen. 4-1. Und er geht wieder da hoch. In dieser komischen Taktik. Das ist total bescheuert, aber die Leute machen es so. Sie machen es so einfach. Immer das gleiche Prinzip und hoffen, dass es dann so klappt. Oh nee! Ja. Erstmal hier retten. Ja, ich habe am Anfang noch gedacht, hier gehe ich voll unter, weil der einfach so easy da durchpassen kann bei mir. Und dann klappt das doch relativ gut. Oh, Dilla hier, ein bisschen gestolpert. Schade. Ja, das war schön gemacht. Oh, Glück gehabt. Jetzt ist erstmal Halbzeit. Man muss sagen, es ist jetzt erst Halbzeit. Ich kann es gar nicht glauben. 4-1, 6-0 Schüsse und er hat ein Tor. Was ist da los? Ja, das ist los. Ich würde sagen, das lassen wir als Sieg gelten. Das reicht für diese Runde reicht das, oder? Das war ein sehr souveräner Sieg.
Das eine war ja ein Eigentor im Endeffekt, ne? Das muss man sagen, oder? Wo ist hier Eigentor? Eigentore hier? Ja, da, der hat ein Eigentor gemacht. Es hat nicht sollen sein für ihn, aber Schalke und Dortmund sind nach dem zweiten Spiel endlich mit einem Sieg davon gekommen und damit können wir zum nächsten Spiel schreiten und das nächste Spiel wird Galatasaray und Fenerbahce sein. Das Team zeige ich euch dann auch erst im nächsten Part, habe ich schon gebaut und habt ihr vielleicht auf der Ersatzbank gesehen. Aber haut Vorschläge in die Kommentare, was wollt ihr gerne sehen für Mannschaften noch zusammen, die zusammenspielen, so richtig krasse Rivalen, so richtig krasse Rivalen. Und ich werde euch dann sagen, im nächsten Part geht auf meine Homepage, ich habe da jetzt 3 Vorschläge oder sowas, je nachdem wie das Spiel ausgeht im nächsten Part. Und dann werden wir da gucken, was wir dann machen. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann erstmal. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Und natürlich nicht vergessen, hier oben einfach draufklicken, wenn ihr mich abonnieren wollt. Ich hoffe, ich mache da den Link rein. Der müsste jetzt eigentlich sein, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann macht das doch jetzt am besten. Würde ich mich freuen und damit supportet ihr mich natürlich. Oder auf modernconsumer.de vorbeischauen. Auch immer einen Blick wert, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video kommt. In diesem Sinne, ciao.